Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geehrte Geschwister. Mir ist etwas aufgefallen, als ich mir die Kaaba angeschaut habe. Liebe, Wahrheit, was war noch dabei? Iman und? Liebe, Licht, Wahrheit und Iman. Aus all diesen vier Worten leitet sich ein Name von Allah Ta'ala ab. Wo sind die Namen von Allah Ta'ala? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala hat 99 Namen. Wer sie bewahrt, der wird das Paradies erhalten. Sallallahu alaihi wasallam. Liebe. Der Name von Allah Ta'ala, der mit der Liebe verbunden ist. Al-Wahhab, jein. Al-Wadud, richtig. Wahrheit. Al-Haq. Was haben wir noch gehabt? Iman. Genau, Licht haben wir auch noch gehabt. Iman. Al-Mu'min, genau. Und dann noch An-Nur. Das so als Einstieg, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ich darf heute über eines meiner Herzensthemen sprechen, nämlich über die soziale Arbeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa salam, über die ich auch im Rahmen meiner Masterarbeit geforscht habe und auch die nächste Arbeit, an der ich schon angefangen habe zu schreiben, wird das Thema Zakat-Verteilung, und zwar in Deutschland, inshallah, thematisieren. Und inshallah, wenn alles gut geht, wird sie Ende des Jahres auch kostenlos zur Verfügung stehen. Allahumma amin. Davor allerdings, liebe Geschwister, will ich euch nochmal sagen, dass dies eine Zwischenstation zum Paradies ist. Hier, dieser Ort, ist für uns eine Zwischenstation zum Paradies. Warum sage ich das? Weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, diejenige, der auf dem Weg ist, sich Wissen anzueignen, dem macht Allah Ta'ala den Weg ins Paradies leicht. Das heißt, dass wir hier sind, ist eine sehr, sehr große Gnade. Und was machen wir mit den Gnaden? In der Schule ruft ihr auch immer rein, tut nicht so. Ja? Danken, wir müssen dankbar sein. Und der Prophet sagt das sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith, unter anderem bei Imam At-Tirmidhi verzeichnet, derjenige, der den Menschen nicht dankt, hat Allah Ta'ala auch keinen Dank erwiesen. Das heißt, wir sagen jetzt nicht nur Alhamdulillah, ja, Ashukru Lillah, sondern wir sind auch denjenigen dankbar, die diese Veranstaltung auf die Beine stellen, den Brüdern, den Schwestern, sind Dutzende, ja, die auch diese kleinen, harten Arbeiten machen, wie Stühle richtig aufstellen und am Ende sauber machen und organisieren, ja, die teilweise auch am wenigsten von der Veranstaltung haben. Wir danken ihnen auch und sprechen viele Bittgebete, dass Allah Ta'ala ihre Familien segnet und diejenigen, die nicht verheiratet sind, dass sie auch dann bald heiraten, inshallah, und denen, die verheiratet sind, dass sie gesegnete Kinder bekommen. Ja, lacht nicht, aber gerade eben habe ich auch einen sehr sympathischen jungen Mann gesehen, ja, 28 und nicht verheiratet, ja. Und natürlich gibt es auch Schwestern, die nicht verheiratet sind. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Ehe die Hälfte des Dienstes ist. Die Hälfte des Dienstes. Und eine andere Überlieferung, die auch authentisch ist, die Ehe ist die Hälfte des Imans. Ja? Das heißt, Schwestern, nehmt eure Väter und die großen Brüder mit. Ja? Und Brüder, nehmt eure Mütter und die älteren Schwestern mit und arbeitet an der Umsetzung dieses Hadiths. Seid ihr bereit? Okay, bei den Lachen, bei den Schwestern ist Lachen Zustimmung. Und in dem Fall bei den Brüdern das Schweigen, inshallah. Ja? Normalerweise sagen die immer, wenn man sagt, seid ihr bereit? Ja, Allahu Akbar! Und jetzt, wo seid ihr gewesen? Sind alle verheiratet schon. Nein, die sind nicht alle verheiratet. Sehr gut, dann fange ich erst jetzt mit meinem Thema an, inshallah. Ich möchte heute über die professionelle soziale Arbeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Gut, ich hatte eine gewisse Methodik natürlich, die ich euch gleich vorstellen möchte. Erstmal werden wir über die Moschee sprechen, weil die Moschee war der Ort der geleisteten professionellen sozialen Arbeit. Inshallah, eines meiner Hauptziele ist bei diesem Vortrag, dass ihr die Moschee mit ganz anderen Augen seht. Die Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch eure eigenen Moscheen als Wirkungsstätten. Ja? Wir werden erst über die Moschee im Allgemeinen sprechen, dann werden wir über soziale Arbeit im Allgemeinen sprechen. Und dann werden wir darüber sprechen, wie die Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka, in Medina, jazakallahu khairan, zur Institution der sozialen Arbeit wurde.
Das werden wir natürlich in Kategorien einteilen, dass es besser verdaubar ist. Dann werden wir das islamwissenschaftlich betrachten. Ja? Die Frage, ist soziale Arbeit in Moscheegemeinden haram? Könnte ja sein. Ist ja nur zum Gebet da. Könnte ja sein. Ja? Oder ist es makruh, nur wenn es absolut nicht geht? Oder freigestellt, eventuell empfohlen oder gar eine Pflicht? Interessant, oder? Meistens fragen wir uns immer nur dieselben Fragen und diese Fragen beschäftigen dann auch die Gemeinde. Haram dies, halal das, mubah jenes. Ja? Aber es ist auch mal eine interessante Fragestellung. Ist soziale Arbeit geleistet in Moscheegemeinden eine Verpflichtung? Ja? Oder etwas Freigestelltes? Diese werden wir inshallah gemeinsam auch beantworten. Liebe Geschwister, dieser Ort, an diesem Ort wurde vor 1430 Jahren soziale Arbeit betrieben, in Medina. Diesen Ort sollte man immer aufsuchen, dort, wo die Ahlus Suffa untergebracht waren. Und daneben ist eine Miniatur, damals war nämlich die Moschee, circa 30, die erste Moschee vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, aus circa 30 mal 35 Metern bestehend. Und diese Überdachung dort, die wurde extra für die Obdachlosen, für die Bedürftigen eingerichtet, die in der Moschee gelebt haben. Gut, wir schauen uns unsere Urquellen an, Koran und Sunna und das, was natürlich auch die Gelehrten zu diesem Thema gesagt haben und betrachten es dann aus der Perspektive des Usul al-Fiqh. Gehen wir über die Moschee. Die Moschee ist eine ziemlich wichtige Einrichtung für Muslime. Warum? Weil die wichtigste Säule, die von den fünf Säulen des Islams, nach dem Bekenntnis ist natürlich das Gebet. Und wo wird das Gebet abgehalten? In der Moschee. Ja, und es gibt eine Debatte darüber, ist es eine freiwillige gute Tat, dass man die Moschee zum Gemeinschaftsgebet aufsucht oder ist es gar eine Verpflichtung? Ja? Unabhängig davon, wie man diese Frage beantwortet, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man zu Hause seine Gebetswaschung macht, in der Absicht, die Moscheen oder eine Moschee zu besuchen, um eines der Pflichtgebete zu verrichten, dann bekommt man für jeden Schritt, den man geht, eine Sünde vergeben. Und für jeden Schritt, jeden weiteren Schritt, den man geht, wird die Stufe, die man im Paradies erhält, Allahumma Amin, um eine Stufe erhöht. Das heißt, die Moschee ist ein sehr, sehr wichtiger Ort. Das können wir schon mal festhalten. Und soziale Arbeit ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, meine liebe Schwester? Ja. Nochmal? Auch wenn man fährt. Du wirst eine Gelehrtin werden. Ich meine es ernst. Die wichtigste Eigenschaft für einen Wissenschaftler oder für einen Forscher ist welche? Die korrekten Fragen stellen. Ist nicht einfach nur auswendiges Wiedergeben wie ein Papagei, ja? Sondern wenn man die richtigen Fragen stellt, dann ist man geboren, um zu forschen. Du wirst eine Gelehrtin werden. Ich bin nur bis hierhin gekommen, aber du wirst weiterkommen. Ich kann dir die Frage nicht richtig beantworten, aber ich weiß eins, Allah ist sehr barmherzig. Ar-Rahman und Ar-Rahim. Und er gibt gerne. Ja? Vielleicht könnte man sagen, dass für jede Reifenumdrehung dies zählt. Vielleicht könnte man das sagen, aber das muss den Gelehrten überlassen sein. Aber es ist eine sehr gute Frage. Und ich erwarte von dir in der Zukunft zu hören, inshallah. Ja? Alhamdulillah. Das, man merkt auch eine gute Erziehung, oder? Weil anderswo werden Fragen gestellt und dann werden diese Fragen unterdrückt. Aber du lebst in einem Haushalt, ja, wo man dir erlaubt, Fragen zu stellen, stimmt's? Ja. Sogar dem Referenten. Ja? Sogar Fragen, die er nicht beantworten kann. Sehr gut, mach weiter so. Aber ihr anderen, haltet euch ein bisschen zurück, ja? Sehr gut. Der Koran ist voller Ayat, voller Verse, die darüber sprechen, den Armen zu helfen, den Bedürftigen zu helfen, den Kriegsgefangenen zu helfen und so weiter. Das heißt, die Moschee ist ein sehr wichtiger Ort im Islam und andererseits soziale Arbeit oder die Aufforderung, Gutes zu tun, dem Glaubensbruder, der Glaubensschwester gegenüber, aber auch dem Mitmenschen, dem Nachbarn gegenüber, diese Aufforderungen kommen im Koran sehr, sehr häufig vor. Und jetzt, wenn wir beides mal zusammenbringen, die Moschee und die soziale Arbeit. Ich habe das, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in Medina geleistet hat, in der Moschee, die moscheezentrierte soziale Arbeit genannt.
Das heißt, soziale Arbeit zentriert auf die Moschee. Gut. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Wir speisen euch nur deswegen um des Angesicht Allahs willen. Wir wollen keinen Lohn und auch keinen Dank. Ja, das ist eines der Verse im Koran, die dieses Thema Gutes tun am Mitmenschen thematisieren. Diese beiden Verse hier, wo ich euch nicht verrate, wo sie sind, damit ihr vielleicht noch ein bisschen mehr selbst nachforscht. Ich habe auf meiner Homepage monayo.de meine Masterarbeit zu diesem Thema copy-pastebar für euch, kostenlos veröffentlicht. Dort könnt ihr dann die ganzen Quellen und Referenzen und auch mehr ausführliches Material dann nachlesen. Diese beiden Verse sind extra wegen den Bewohnern der Moschee herabgesandt worden. Also wegen derjenigen, die dort Obdach gefunden haben und noch weitere soziale Dienstleistungen, wie wir gleich feststellen werden. Kennt ihr das, wenn man spenden soll? Ja, gerade beispielsweise Kleider spenden. Wir suchen uns nur das aus, wo das gefällt mir nicht mehr, da ist schon ein Knopf abgefallen und da ist schon so ein bisschen ein Fleck, den man nicht mehr richtig rausbekommt, das wollen wir spenden. Und Allah Ta'ala, er tadelt dieses Verhalten und sagt, ihr sollt euch nicht nur das aussuchen, wo, wenn man es annehmen müsste, so ein Auge dabei zudrücken müsste, naja, okay, khair inshallah. Sondern man soll von den guten Dingen spenden. Auch sehr interessant, der Koran beschreibt die wirklich Bedürftigen wie folgt. Du erkennst ja an ihrem Merkmal, sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Gut, wir haben also gelernt, die Moschee ist sehr wichtig und Gutes tun am Mitmenschen ist auch sehr wichtig im Islam. Jetzt werden wir darüber sprechen, was in der Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sozialen Dienstleistungen geleistet worden ist. Wie ist überhaupt die Moschee zu einem Ort der sozialen Arbeit geworden? Was ist da passiert? Wir wissen ja, dass die Muslime in Mekka unterdrückt gewesen sind und dass sie auswandern durften nach Medina. Sie mussten aber dort auch ihr Hab und Gut in Medina zurücklassen und sie sind von einer Händlergesellschaft aus Mekka in eine Agrargesellschaft nach Medina gekommen. Das heißt, Arbeitslosigkeit herrschte, Armut herrschte, ja, Wohnungsnot herrschte, also die klassischen sozialen Schwierigkeiten. Und wenige Monate, nachdem die Moschee aufgebaut worden ist in Medina, hat man dann auch eine spezielle Überdachung gebaut, die dann halt die Bedürftigen vor der Sonne abschirmt und das Ganze nochmal so ein bisschen häuslicher macht. Ja, und die Bewohner der Moschee, die wurden dann auch Ahlus-Suffa nach dieser Veranda benannt. Insgesamt haben ungefähr, je nach geschichtlicher Überlieferung, 400 bzw. 900 dieser sozialen Dienstleistungen in der Moschee in Anspruch genommen. Und regelmäßig haben ungefähr knapp 70 Bedürftige in der Moschee gelebt. Gut, erstmal die Abdeckung der Grundbedürfnisse, über die werden wir sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass die Bewohner dort Bildung bekommen haben. Wir werden darüber sprechen, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben konnten oder Teil des gesellschaftlichen Lebens waren. Gemeindesozialarbeit, das heißt, es war kein Alleingang vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er nicht alleine durchgezogen, sondern er ließ die Gemeinde mit daran teilhaben. Motivation und Trost und natürlich die Finanzierung. Ja, diejenigen, die soziale Arbeit studieren, wissen, dass der Sozialstaat in Deutschland immer mehr abgebaut wird und dass das Thema Finanzierung immer wichtiger wird, weil sehr viele Jugendhäuser und andere soziale Einrichtungen das Budget gekürzt bekommen und teilweise gar einige sogar schließen müssen. Das heißt, die Finanzierung der sozialen Arbeit ist immer eines der wichtigsten Eckpfeiler. Deswegen werden wir diese auch nochmal gesondert behandeln. Wir haben über Dankbarkeit gesprochen, stimmt's? Ein wichtiger Punkt von Dankbarkeit, liebe Geschwister, weil ihr gerade das Foto dort seht. Ja, das sind unsere Geschwister, die verköstigt werden in Syrien. Ein wichtiger Aspekt der Dankbarkeit ist, dass man die Chancen nutzt, die Allah Ta'ala einem gegeben hat. Das heißt, wir leben in Sicherheit,
Wir haben die Möglichkeit, uns fortzubilden, zur Schule zu gehen. Wenn wir einen Tag schwänzen, wir gehen nicht zur Schule. Wisst ihr, wie viel Geld wir verlieren? Weil der Steuerzahler zahlt dir pro Tag, an dem du ins Gymnasium gehen kannst, 28 Euro. Und bei einer Realschule ist es weniger, 23 Euro. Ja? Das heißt, wir wollen doch das teurere Angebot dann nehmen, wenn wir schon kostenlos angeboten bekommen. Ja? Nutzt eure Chancen, die ihr habt. Nutzt eure Chancen, die ihr habt. Schule, Ausbildung, Studium ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine gelebte Dankbarkeit, liebe Geschwister. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Wege gehabt, wie er die Grundbedürfnisse abdecken konnte. Das heißt, erstens haben sie ein Obdach gehabt, sie haben einen Platz zum Schlafen gehabt, die Bewohner der Moschee. Dann hat er selber Menschen zu sich nach Hause eingeladen und das bescheidene Essen mit ihnen geteilt. Und manchmal, wenn das Essen nicht so toll war, hat er auch gesagt, Entschuldigung, das Essen ist nicht so gut. Sallallahu alaihi wasallam. Und hat auch angeboten, ja, dass man bei ihm mit übernachtet, also in seiner eigenen Wohnung. Und Spendengelder wurden weiter gereicht. Persönliche Geschenke an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurden an die Bedürftigen weitergeleitet. Und es gab auch jeden Abend eine Organisation, wohin kommen die Bedürftigen, zu welcher Familie, um dort gemeinsam das Abendessen einzunehmen. Das heißt, sie haben in der Moschee gegessen, aber auch jeden Abend ging es darum, welche Familie nimmt den und den auf zu einem schönen Abendessen bei der Familie. Und wie gesagt, der Prophet selber hat auch, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, die Bedürftigen bei sich eingeladen, um gemeinsam zu essen. Gut, dann wurde das Ganze auch organisiert, dass sie zwei Handvoll von Datteln hatten, als Tagesration, ja, und zwar für zwei Personen, dass die auch lernen zu teilen. Das heißt, nicht jeder hat eine einzelne Portion bekommen, sondern man hat zwei Leuten jeweils zwei Portionen gegeben, damit sie diese dann pro Tag aufteilen. Auch etwas sehr Interessantes. Die haben so eine Art Tandem dann gebildet. Bildung. Authentische Überlieferungen belegen, dass die dort nicht nur Essen und Trinken bekommen haben und einen Platz zum Schlafen, sondern sie haben dort Lesen und Schreiben gelernt. Und es gibt Studien, die Ahlus Suffa praktisch also untersuchten in Bezug auf, wie ging ihr Leben weiter, als sie diese Einrichtung verlassen haben. Und die meisten von ihnen haben Karriere gemacht. Auch im Bereich der Politik. Abu Huraira beispielsweise, der 4 Jahre in der Moschee gelebt hat. Allah möge mit ihm zufrieden sein. Er war später der Gouverneur von Medina. Warum? Weil er eine 4-jährige Ausbildung in der Moschee erhalten und wurde nicht nur sozusagen mit Essen und Trinken versorgt, sondern man hat sich sehr um die Bildung von den Ahlus Suffa gekümmert. Wirklich speziell. Gut, der familiäre Charakter ist sehr, sehr wichtig. Ist es nicht manchmal so, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch selber persönlich so behandeln, okay, hier hast du was zum Essen. Hauptsache, du gehst mir aus den Augen. Ich will nicht mit deinem Problem beschäftigt werden. Ja? Und die Einrichtungen sind am Rande der Gesellschaft untergebracht. Ja? Aber diese bedürftigen Menschen, sie waren im Zentrum der Gesellschaft, weil die Moschee ist Zentrum vom Gebet. Und das Gebet ist Zentrum von unserer Religion. Das heißt, die Bedürftigen waren mitten im gesellschaftlichen Leben verankert. Auch Städte architektonisch. Mir hat eine Architektin bestätigt, dass die Hauptmoschee war immer Zentrum von der muslimischen Städtearchitektur. Das heißt, man hat sie am Ort des gesellschaftlichen Lebens untergebracht und zusätzlich nochmal diese Verteilung an die Familien abendlich organisiert. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Manchmal wollen wir einfach nur sozusagen ein bisschen Geld geben, aber deine Gesellschaft kann vielleicht wichtiger sein, deine Worte, die du wechselst, oder nur dein Ohr, was du leihst, ja, dass du zuhörst.
kann manchmal wichtiger sein, als dass jemand nur bäuchlich gesättigt ist, sondern auch das Herz, liebe Geschwister, muss gestillt werden. Und was auch interessant war, viele der unbedürftigen Medinenser, die haben sich dazugesellt, die haben mit ihnen gelebt. Das heißt, die Bedürftigen waren inmitten der Unbedürftigen angesiedelt, also im Zentrum des muslimischen Lebens, aber auch die Unbedürftigen haben mitten unter ihnen gelebt. Und es gibt viele Beispiele, drei sind gerade auf der Folie mit aufgeführt. Das heißt, da war vollständiges Zusammenleben gewährleistet. Es gab da keine sogenannten Parallelgesellschaften. Es war eine große Community. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele Parallelgesellschaften. Zuallererst diejenigen, die reich sind, die heben sich ab vom Normalen. Die haben ihre eigenen Einkaufsorte, die haben ihre Privatschulen, die haben ihre eigenen Arbeitsorte. Es gibt da gar keinen Kontakt. Aber durch die Moschee war das so gewesen, dass wirklich alle Teile der Gesellschaft, die sind ineinander verschmolzen, kann man sagen. Haben eine Umma gebildet, haben diesen Körper gebildet, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam so oft gesprochen hat, nämlich, dass die Umma wie ein Körper ist. Wenn ein Teil vom Körper leidet, solidarisiert sich der restliche Körper durch Fieber und Schlaflosigkeit. Ja, dass man dann diese eine Stelle jeweils dann auch behandelt. Etwas sehr, sehr Wichtiges, und diejenigen, die soziale Arbeit studieren, wissen, dass die Teilhabe an der Gesellschaft etwas sehr, sehr Zentrales ist. Ja? Gemeindesozialarbeit. Kennt ihr die Qurra, die alle Märtyrer wurden? Das ist eine ganz bekannte Gruppe. Wisst ihr, was die auch gemacht haben? Die haben eine GmbH gehabt, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die haben Business gemacht mit Allah Ta'ala. Die haben einen Brennholzhandel organisiert und die Gewinne von diesem Brennholzhandel sind in die Ahlus Suffa geflossen. Dann kamen einige Prophetengefährten auf die Idee, eine Leine in der Moschee aufzuhängen, wo man dann immer Dattelrispen, diese Datteltrauben, ja praktisch, aufhängen konnte. Dattelstauden, wie heißt das Fachwort? Dattelstauden, ja? Inshallah, ja, da bin ich gerade durcheinander gekommen. Das heißt, ihr kommt rein in die Moschee, ihr nehmt eure Datteln mit und hängt es auf dieser Leine. Diese Leine war über 100 Jahre, liebe Geschwister, in der Moschee vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und man hat sich auch um frisches Trinkwasser bemüht. Es ist ein Service gewesen, der von der Gemeinde organisiert war. Geld, Essen und Wasser ist regelmäßig in die Moschee gebracht worden und das von der Gemeinde organisiert. Das waren die Ideen, ja, von den einzelnen Prophetengefährten. Und der Prophet hat auch versprochen, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der spendet, ja, der Datteln spendet, der bekommt durch diese Spende einen Schutz vor Ernteschäden. Motivation ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Deswegen habe ich mir die Urüberlieferungen angeschaut und festgestellt, dass dies eine besondere Kategorie verdient. Es wird authentisch überliefert, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu vielen Gelegenheiten den Menschen, die dort in der Moschee untergebracht waren, Trost hat zukommen lassen und sie motiviert. Weil natürlich ist es irgendwo deprimierend. Man sieht, andere haben Geld, was sie spenden, andere können eine Familie gründen, ja? Andere haben ein feines Haus und Kamele und Pferde, ja? Und man selbst ist weniger bemittelt in der Moschee. Natürlich bringt es ein bisschen runter. Und diese Menschen müssen aufgebaut werden. Und es gibt sehr viele authentische Überlieferungen, wo der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam diese Menschen aufgebaut hat und sie getröstet hat und sie auch auf das Jenseits verwiesen hat und sie auch zur Geduld ermahnte. Und das kann jeder geben, liebe Geschwister. Manchmal muss man gut zuhören können und eine Sadaqa mit dem Gesicht geben, ein Lächeln, was einen sehr aufbauen kann. Wenn ihr wüsstet, was es bei Allah gibt, würdet ihr euch noch mehr Armut und Hunger wünschen, sagte der Prophet beispielsweise, sallallahu alaihi wasallam, zu einer Begebenheit, zu den Ahlus Suffa. Auch hat der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, regelmäßig die Kranken besucht und die Kranken konnten auch in der Moschee Besuch empfangen. Das heißt, es war auch, sie hatten gewissermaßen Verfügungsgewalt über ihre Einrichtung. Man konnte sie auch besuchen, man musste das nicht erst mit irgendeiner
Leitung absprechen. Jetzt kommen wir zur Finanzierung. Übrigens, ich habe die Zeit komplett vergessen. Das heißt, irgendwann werdet ihr mich dann von der Bühne abgeholt sehen, von zwei kräftigen Männern. Wie viel Zeit habe ich noch an die Organisation gefragt? Also sagen wir mal halbe Stunde, oder? Geht noch, oder? Hab ich noch Zeit, sehr gut, Alhamdulillah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat beispielsweise verboten, dass die Lehrer in der Moschee Geschenke annehmen. Obwohl das Schenken etwas Wichtiges ist im Islam und man seine Lehrer auch beschenken darf. Und der Prophet hat ja auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass das beste Geld, was man verdient, das Geld ist, das man durch die Lehre des Korans verdient. Das heißt, es ist nicht verboten, für einen Lehrer Geld zu nehmen. Ja? Trotzdem, die Lehrer, die in der Moschee unterrichtet haben, die Ahlus Sufa unterrichtet hatten, denen war es verboten, Geschenke anzunehmen. Dann gibt es viele Überlieferungen, wo der Prophet Muhammad Geschenke weitergeleitet hat oder wo er zu verschiedenen Gelegenheiten den Menschen aufgetragen hat, zu spenden. Und das alles ging in die Ahlus Sufa und die Finanzierung dieser sozialen Dienstleistungen. Wo ich jetzt beim Stichwort Zakat auch angekommen bin, da werde ich später noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Die Zakat, liebe Geschwister, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Im Grundgesetz in Deutschland ist an zwei Stellen verankert, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Und der muslimische Staat war genauso auch ein Sozialstaat. Und die Zakat ist nicht nur etwas, das wir privat, ja, wo wir den Imam anrufen, ja, kann ich meiner Tante so und so die Zakat auszahlen, sondern die Regel der Zakat ist, dass sie institutionell eingesammelt wird und institutionell auch wieder verteilt wird. Das ist die Regel, liebe Geschwister. Ja, das ist der Grundsatz. Und im Koran heißt es auch, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Nimm von ihrem Vermögen in Bezug auf die Zakat. Nicht trage ihnen auf, ihr Vermögen zu spenden, sondern in Bezug auf die Zakat, nimm von ihrem Vermögen. Und wir kennen auch den Hadith, wo der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, Muadh ibn Jabal, Allah möge mit ihm zufrieden sein, in den Jemen schickt. Nee, es war nicht Jemen, es war woanders gewesen, Allahu A'lam. Und sagt, nimm von ihren Reichen und gib es ihren Armen. Das heißt, die Institution der Zakat ist eine staatliche Institution im Islam. Das heißt, der Islam war von jeher hat von jeher ein Sozialstaatsmodell gepredigt und umgesetzt. Etwas sehr Wichtiges. Das kann man in der Geschichte ja, als Meilenstein festhalten. Und das, was ich bisher in der Forschung gesehen habe, der erste Krieg, der für die Armen geführt wurde, wurde von den Muslimen geführt. Nämlich als Abu Bakr gegen die Zakat-Verweigerer den Krieg erklärt hat. Der erste Krieg, der für die Armen geführt wurde, wurde von den Muslimen geführt, liebe Geschwister. Weil das ein zentraler Bestandteil nicht nur des individuellen Lebens eines Muslims ist, sondern der muslimischen Gesellschaft, dass den Armen und den Bedürftigen sozialer Schutz und ein soziales Auffangnetz zukommt. Ganz kurz, ja, Bismillah. Alhamdulillah. Das ist zum Glück stilles Wasser. Ja, kann nichts passieren, inshallah. Inshallah. Nochmal? Wieso? Es gibt zwei Sorten von Wasser. Es gibt das stille Wasser, da ist keine Kohlensäure drin. Und dann gibt es das kohlensäurehaltige Wasser, da sind diese Sprudelbläschen drin. Und ich habe Alhamdulillah gesagt, dass das stilles Wasser ist. Wenn man das Wasser mit den Sprudelbläschen trinkt, dann kann es passieren, dass man dann ein Geräusch von sich gibt, was man bestimmt nicht vor 300 Leuten vor sich geben möchte. Das wäre sehr peinlich. Das wäre sehr peinlich. Oh Allah, bitte beschütze mich. Ja? Fassen wir nochmal zusammen. Liebe Geschwister, dort, wo eine sozial bedürftige Gruppe die Grundbedürfnisse abgedeckt bekommt, Bildung erhält, was auch bedeutet eine Zukunftsperspektive. Ah, ich werde jetzt eine Ausbildung durchlaufen und später werde ich gebraucht von der Gesellschaft. Also die Grundbedürfnisse, zu denen auch die Bildung zählt. Aber wo man auch familiär Teil hat, man ist immer noch Teil der Gesellschaft, man ist nicht ausgesondert, sondern man ist Teil der Gesellschaft. Da, wo die Gemeinde, die gesamte Gesellschaft sich um die soziale Arbeit kümmert.
Dort, wo man Motivation und Trost erhält. Motivation und Trost. Und dort, wo die Finanzierung gesichert ist. Das heißt, die Leute mussten sich nicht Sorgen machen, oh, eines Tages, jetzt geht es uns gut, aber in einem Jahr könnten wir vielleicht rausgeschmissen werden. Was wird dann aus uns? So, man hat ihnen diese Sicherheit gegeben. Ihr seid Teil der Gesellschaft und wir werden uns um euch immer kümmern. Diese Gesellschaft ist eine gesegnete Gesellschaft. In dieser Gesellschaft kann Kriminalität nicht gedeihen. In dieser Gesellschaft kann es keine sozialen Unruhen geben, wo die einen gegen die anderen aufgehetzt werden können. Warum? Weil diese Gesellschaft hat ein soziales Herz und eine durchgedachte Systematik und eine staatliche Garantie. Aber wenn wir soziale Arbeit jetzt weltweit vergleichen, ja, ganz kurz. Du hast doch gesagt, der erste Krieg wurde von den Muslimen für die Obdachlosen, ne? So ähnlich, ja? Ja, genau. Nee, das war nicht der Erste Weltkrieg. Sie wird eine Gelehrtin werden. Ja? Sie wird eine Gelehrtin werden. Heutzutage ist es oft so, man kümmert sich so wenig wie möglich um die sozialen Bedürfnisse der Menschen. Ja, so wenig wie möglich. Und nicht von einem Herzen her. Damit man diese Dinge wie Kriminalität ja, so ein bisschen unter Kontrolle hat. Aber im Islam ja, ist diese Perspektive ist eine andere. Du kriegst Hilfe einfach, weil du ein Mensch bist. Und das zählt übrigens auch für Nicht-Muslime natürlich. Ja? Als ein älterer jüdischer Mitbewohner bedürftig war, hat Omar gesagt, Allah möge mit ihm zufrieden sein, und zwar in der Funktion des Khalifs, wenn wir dir nicht geben würden, wären wir ungerecht. Wenn wir dir nicht geben würden, jetzt in der Zeit deiner Bedürftigkeit, wären wir ungerecht. Und der Islam ist, liebe Geschwister, gerecht. Gut. Betrachten wir das Ganze islamwissenschaftlich. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat einfach so entschieden, dass in der Moschee diese Stätte der sozialen Arbeit eingerichtet wird. Er hätte doch auch etwas anderes bauen können, oder? So ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums, ja? So, wo man sie nicht immer sieht, die armen Menschen. Hat aber nicht getan, hat die Moschee dazu ausgewählt. Er hat das aber nicht näher verbal kommentiert, ja? Und diese beiden Punkte, wenn man sie so zusammennimmt, Dr. Khaled Hanafi, der promovierte Rechtsgelehrter von Al-Azhar-Universität ist, er sagte, soziale Arbeit in der Moschee ist grundsätzlich eine Empfehlung. Das ist das allgemeine Urteil. Das heißt, jede Moschee sollte eine Abteilung für soziale Arbeit haben. Jede Moschee. Grundsätzlich. Weil es eine empfohlene Handlung ist, für die man belohnt wird. Und in Zeiten der Not, hat er gesagt, in Zeiten der Not ist es eine Verpflichtung. Das heißt, mit diesen Gedanken, liebe Geschwister, geht bitte raus. Unsere Moschee war seit jeher eine Einrichtung der sozialen Arbeit. Und da, wo Menschen in Not sind, und wir wissen, wir haben eine große Herausforderung zu bewältigen im Rahmen der Flüchtlingskrise, jeder unserer Moscheen sollte eine Rolle spielen. Jeder. Warum? Weil die Zeit der Not ist jetzt gekommen. Gut. Ich mache hier einen kurzen Halt. Ja? Gerne auch Fragen zum Thema oder Kommentare zum Thema. Dann möchte ich euch noch vier Dinge zum Abschluss mitgeben. Und danach muss ich einfach nur gebremst werden. Ja, aber dann wäre ich praktisch bausteinmäßig, hätte ich einen gewissen Abschluss. Vier Dinge, die am Islam und seiner sozialen Arbeit oder an der sozialen Arbeit des Islams besonders sind. Zum einen haben wir über den Sozialstaat gesprochen, stimmt's? Die wenigsten Länder auf der Erde haben in ihrer Verfassung oder in ihrem Grundgesetz festgehalten, dass sie ein Sozialstaat sind. Das heißt, wo der Staat Verantwortung für die sozialen Schwierigkeiten seiner Einwohner trägt. Die wenigsten Staaten der Erde. Und der Islam ist ein Sozialstaat. Die nächste Ebene der Verantwortlichkeit ist die der Nachbarschaft. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch ist wirklich gläubig, wenn er sich satt schlafen legt und sein Nachbar hungert.
sein Nachbar. Das kann einfach der Mitmensch, ob Muslim oder nicht Muslim, ist hier irrelevant. Das heißt, eine Nachbarschaft hat auch nochmal eine besondere Verantwortung für die sozialen Angelegenheiten. Und die Nachbarschaft hat ja auch ihre zentrale Moschee, wo auch alle fünfmal am Tag zusammenkommen. Und dieses Kennenlernen, ja, dieses Zusammenbeten, das bildet eine Gesellschaft. Das heißt, der Islam hat von seiner Konzeption her, kann es keine Parallelgesellschaften geben. Weil alle sich fünfmal am Tag, Schulter an Schulter, nach einigen Rechtsschulen Fuß an Fuß, ja, kommt man immer wieder zusammen. Jetzt kommt der böse Zettel, du hast noch 5 Minuten Zeit. Ah, noch 30 Minuten, sagt nach Heiren. Sehr gut, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Seht ihr, man muss immer Gutes über die Geschwister denken. Ich habe jetzt gerade Böses über dich gedacht, verzeih mir mein Bruder. Ja? Ich habe gedacht, ja, da kommt dieser Zettel, 5 Minuten oder 2 Minuten, ja, du sagst nach Heiren. Immer Gutes über die Geschwister denken. Die Nachbarschaft wurde auch von den Gelehrten als Ebene der Verantwortung festgehalten. Und weiter, die soziale Arbeit im Islam ist auch mit dem persönlichen Segen des Einzelnen verbunden. Diese ganzen Hadithe, Allah Ta'ala hilft einem so lange, wie man auch seinem Glaubensbruder, seiner Glaubensschwester hilft. Ja? Oder wenn man den Mitmenschen hilft, ist es gleichzeitig eine Da'wah. Ja? Jemand, der in einer Flüchtlingsunterkunft arbeitet, kam zu mir und hat gesagt, er arbeitet mit 2 afghanischen Jugendlichen, die einfach so dankbar für das sind, was sie erhalten haben an Unterstützung. Sie wollen zum Christentum konvertieren. Das sollte uns zu denken geben, oder? Wo sind wir in der sozialen Arbeit? Erstmal für uns, aber auch für unsere Mitmenschen. Wo sind wir in der sozialen Arbeit für uns und für unsere Mitmenschen? Das sind Fragen, ja, nehmt sie unbeantwortet mit nach Hause. Beantwortet sie für euch selbst. Wo seid ihr in der sozialen Arbeit? Weil Allah Ta'ala, er wird euren Segen, euren Lebenssegen auch daran knüpfen, was tut ihr für andere? Was tut ihr für andere? Und tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr bereits etwas tut, in der Wirtschaft gibt es eine Faustregel, die nennt sich, tu was Gutes und sprich darüber. Wir Muslime haben jahrzehntelang Bildungsarbeit, soziale Arbeit, Jugendarbeit, Nachbarschaftsarbeit, alles möglich Gute für diese Gesellschaft getan. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, stimmt's? Und das hat wiederum anderen die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ah, die Muslime, die machen ja gar nichts. Nein, sie machen sehr, sehr viel. Und das weiß ein jeder von euch, der in einer Moschee aktiv ist. Und das sogar ohne staatliche Finanzierung. Ja? Und teilweise ohne ausgebildetes Personal. Sprecht darüber. Gebt euch eine Homepage, habt dort eine Abteilung, nennt sie, wie ihr wollt, soziale Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit für unsere Nachbarn und berichtet über eure Arbeit, die ihr leistet. Berichtet über eure Arbeit, die ihr leistet. Weil das motiviert wiederum auch andere. Und es gibt wiederum auch anderen den richtigen Eindruck, den sie auch vom Muslim haben sollten. Das heißt, im Islam ist soziale Arbeit ein Teil vom Leben eines jeden Muslims. Ansonsten würde er einen Großteil vom Koran einfach nicht praktizieren. Dann haben wir auch eine Nachbarschaftsverantwortung auf dieser Ebene. Das heißt, es ist auch die Gesellschaft, die zusammenkommen muss, die sich organisieren muss. Wisst ihr, was besonders ist an der Zakat? Die Zakat ist in 8 Gruppen aufgeteilt. Das heißt, es gibt 8 Gruppen, die sind empfangsberechtigt. Dazu zählen die Armen und die Bedürftigen. Ja? Nach einigen Gelehrten ist das eine Gruppe, nach anderen sind die Armen diejenigen, die praktisch gar nichts haben und die Bedürftigen, die haben etwas, aber es genügt nicht für ihren Alltag. Ja? Und dann an dritter Stelle sind gleich diejenigen erwähnt, die Zakat verteilen. Das heißt, unsere Zakat, liebe Geschwister, nach einigen Auffassungen unter den Rechtsgelehrten, kann zur Hälfte für den Sozialstaatsapparat verwendet werden. Das heißt, für Gehälter, für die professionalisierten Sozialarbeiter. Weil das war damals hochprofessionalisiert. Heutzutage, ihr wisst, wie man über uns Orientalen redet. Und ich weiß, wir sind nicht alle hier Orientalen. Ja, wir haben ja auch deutsche Muslime. Ja? Und alle möglichen Kulturen, die sich vielleicht nicht orientalisch nennen,
mögen. Das ist auch alles ein Teil vom Islam, Alhamdulillah. Aber ihr wisst, wie man über die Muslime im Allgemeinen, die mehrheitlich orientalisch sind in Deutschland, redet. Ja, das ist so ein unorganisierter Haufen, stimmt's? Ja? Aber subhanallah, die Zakat lehrt uns, uns zu institutionalisieren. Da werden Gehälter ausgezahlt. Da muss geschaut werden, wer hat überhaupt etwas, was er geben muss, weil er verpflichtet ist zu zahlen. Und wer hat überhaupt das Recht, Zakat in Anspruch zu nehmen? Weil der Prophet hat beispielsweise auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, zu starken Männern, die wollten Zakat haben, ja, und hat er denen gesagt, ihr seid stark. Ihr könnt nichts bekommen, ihr müsst arbeiten gehen. Ja? Und es gibt weitere Hadithe, dass drei Weise, drei Kenntnisreiche aus dem Stamm einer Person, ja, Zeugnis ablegen sollen, dass diese Person ein Recht auf Hilfe hat. Ja? Das heißt, man muss gucken, wer hat etwas zu geben, wer muss etwas geben und wer hat auch das Recht, etwas zu empfangen. Da muss man das Ganze auch irgendwie logistisch lösen. Wo wird das zwischengelagert beispielsweise? Das muss man auch alles dokumentieren. Da muss es eine Hierarchie geben. Eine Personalführung muss existieren. Damit man sich das alles behalten kann, alles merken kann. Und da seht ihr, die Muslime, wir sind eigentlich organisiert. Allah Ta'ala redet im Koran von den Bienen und von den Ameisen, stimmt's? Lest über Bienen und Ameisen. Das sind nämlich staatsbildende Insekten. Staatsbildende Insekten. Die haben verschiedene Aufgaben. Ja? Jede Biene hat bestimmte Aufgaben. Jede Ameise hat bestimmte Aufgaben. Und sie sind organisiert. Das ist, man sagt immer, so ein wilder Ameisenhaufen. Kein Ameisenhaufen ist wild. Und das bildet dann wiederum auch die Gemeinde. Miteinander gemeinsam etwas durchziehen. Und das ist etwas sehr, sehr Besonderes im Islam, liebe Geschwister. Etwas, was andere Religionen so nicht vorzuweisen haben. Und sogar Staaten, ja, im 21. Jahrhundert so nicht vorzuweisen haben. Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft mehr ausgebildete Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen gibt und Lehrer und Pädagogen und Erziehungswissenschaftler und Kindergärtner, insbesondere Kindergärtner, ja nicht nur Kindergärtnerinnen. Warum? Weil auf diesem Feld, liebe Geschwister, werden Menschen erzogen, werden Menschen gebildet. Human Resources. Omar, Allah möge mit ihm zufrieden sein, hat eines Tages ein Bittgebet gesprochen. Er saß in einer Runde und sagte, bittet, worum würdet ihr jetzt bitten? Und einer der Prophetengefährten, der mit ihm war, hat gesagt, ich wünsche, dass dieser Raum voller Gold und Edelsteine wäre, auf dass wir sie auf dem Weg Allahs ausgeben könnten. Und Omar hat gesagt, ich wünsche mir diesen Raum voll mit Männern. Und dann hat er, leider habe ich das nicht auswendig behalten, ich rede jetzt ein bisschen spontan, weil ich überrascht bin, dass ich noch 30 Minuten bekommen habe. Ich bin sehr dankbar für diese 30 Minuten. Ja? Wir werden sie inshallah auch gesegnet füllen dürfen. Er hat dann drei Prophetengefährten genannt und hat gesagt, ich wünsche mir diesen Raum voller Männer wie diese drei Prophetengefährten. Human Resources. Kennt ihr am Anfang der Surat Yasin? Ja, und auch in der Geschichte von Musa a.s. Da kam ein Mann vom anderen Ende der Stadt, vom äußersten Ende der Stadt gelaufen und sprach. Und er hat jeweils eine Lösung. Ja, Musa a.s. wurde von diesem Mann gewarnt und in Surat Yasin wurden die Menschen auch zur Besinnung gebracht, beziehungsweise war das die Absicht desjenigen, der sie gerufen hat. Dieser eine Mann wurde im Koran genannt. Warum? Weil er eine bedeutsame Aufgabe auf sich genommen hat. So wichtig ist die einzelne Person im Islam. Und wir müssen viel, viel, viel unsere Arbeit professionalisieren. Ich rede gerne auch in Richtung der Schwestern. Ja? Ich kenne die Schwierigkeit, dass manchmal Schwestern bei Imamen anrufen und in Sachen Familien Schwierigkeiten um Rat bitten. Der Imam ist natürlich etwas, wie soll man sagen, wenn dann die Schwester anfängt zu weinen und eine längere Geschichte zu erzählen, dem Imam geht es letztendlich darum zu sagen, halal oder haram oder möglich oder nicht möglich. Ja? Aber er kann keine tröstende Arbeit gegenüber einer Schwester leisten. Ihr versteht, was ich meine, ja? Wäre euch nicht lieb, oder? Gut, dann helft euren Schwestern, dass sie in diese Studiengänge reingehen können. Ja? Das heißt, wir brauchen Gelehrtinnen, ja? Imaminnen in Anführungsstrichen, ja? Also ausgebildetes
weibliches Personal in Moscheegemeinden, im Bereich der Bildung, im Bereich der Erziehung, aber auch im Bereich der religiösen Unterweisung, ja, ist wichtig. Nehmt diese Gelegenheiten wahr. Eine Ausbildung aufnehmen, ein Studium aufnehmen, ja. Schwestern, ich kenne einen Bruder, der hat eine Anwaltskanzlei bei mir in der Nähe, in Frankfurt. Er hat über 65 Scheidungsfälle jährlich. Und die Mehrheit dieser Scheidungsfälle wird natürlich wird von Frauen eingereicht. So, jetzt ist die Frau mit einem Anwalt. Passt es euch? Wollt ihr mit dem Anwalt zusammensitzen? Würdet lieber mit einer Schwester zusammensitzen im Raum, stimmt's? Ja? Weil dann müsst ihr entscheiden, wen von meinen Freundinnen nehme ich mit. Die guten Freundinnen vielleicht nicht, weil das ist vielleicht zu privat, aber die schlechten Freundinnen oder die weniger guten Freundinnen sind vielleicht nicht so vertrauenswürdig. Das heißt, man ist in einer peinlichen Situation. Löst diese peinliche Situation und studiert in diesen Feldern, auf dass ihr diese Felder wichtigerweise besetzt. Ja, das ist auch professionalisierte soziale Arbeit. Ja, dazu zählt auch der Beruf der Rechtsanwältin. Bitte schön. Das ist auch natürlich eine Schwierigkeit. Es gibt professionalisierte, ich wiederhole das praktisch im Rahmen der Aussage jetzt, die Schwester hat gesagt, manchmal weiß man voneinander nicht. Manchmal gibt es diese ausgebildeten Geschwister und Schwestern, aber man kennt sie nicht. Ja? In der heutigen Zeit ist es relativ einfach, bekannt zu werden. Ja, man macht sich eine kleine Homepage, man besucht Veranstaltungen. Vielleicht könnten Sie, wenn Sie in diesem Bereich aktiv sind, mal der Organisation schreiben. Ich bin beispielsweise eine Juristin, ich würde gerne einen kleinen Workshop machen zum Thema dies und jenes. Herzlich willkommen. Ja? Würden dann bestimmt die Organisatoren sagen. Das heißt, die Vernetzung ist natürlich ein Problem. Aber ich sage Ihnen was, selbst diejenigen, die vernetzt sind, gibt es zum Beispiel das berühmte Psychologen-Ehepaar Ibrahim Rüschow und Malika Labdalawi. Kennen wahrscheinlich einige. Die sind komplett ausgebucht, vergesst es. Ja, die nächsten 1-2 Jahre sind die komplett ausgebucht. Was aber auch ein Berufsfeld deutlich macht. Wichtig, dass wir das für uns aufbauen, liebe Geschwister. Dass wir in diesen sozialen Bereichen stark werden. Weil traditionell sind wir sehr gut besetzt an den Fachhochschulen und die ganzen technischen Berufe und die ganzen wirtschaftlichen Berufe. Ja? Aber in diesen Bereichen soziale Arbeit, Erziehung und Bildung sind wir noch unterrepräsentiert. Noch unterrepräsentiert. Und da würde ich, Sie würden sagen, nein, eher weniger. Gut, dann haben wir jetzt dann sind wir immer noch vereint im Islam, ja? Auch wenn wir verschiedene Gewichtungen haben oder verschiedene Perspektiven haben. Sicherlich ist die Vernetzung ein Problem, aber ich sage Ihnen, wir brauchen noch mehr Man- und Woman-Power, ja, an der Stelle. So, damit ich auch jede Meldung sehe. Ja, bitte. Bei dem Datensupport waren da auch Frauen dabei? Es gibt Überlieferungen, dass auch Frauen teilweise in der Moschee untergebracht waren, ja. Die darf ich nicht verschweigen an der Stelle. Ja, es gab eine Frau, die hat ihr eigenes Zelt für eine kurze Zeit gehabt in der Moschee. Die hat ein eigenes Zelt in der Moschee gehabt. Kam vor, ja. Aber nicht lange. Ja. Muslime sind sehr heiratsfreudig. Ja. Das hat sie vielleicht nach 1, 2, 3 Tagen rumgesprochen, dann am Ende hat sie ein Angebot erhalten. Allahu alam, also wie gesagt, sie hat auf jeden Fall keine längere Karriere hingelegt in dieser Ausbildungsstätte. Da steht fest, ansonsten hätten wir mehr von ihr erfahren. Allahu alam. Hier wäre auch ein Mikrofon. Hier ist noch eine Meldung, da ist noch eine Meldung. Ich einen Träger hatte, wo ich mich beworben habe, aber dort eine Kirchenzugehörigkeit vorausgesetzt war. Und in der Stadt, wo ich lebe, wohne und auch arbeiten wollte, war das auch der einzige Träger, der sich, also das war im Bereich unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge, und es war sozusagen, der ist so dominant in der Stadt, dass es keinen anderen Träger gab, sodass ich in der ersten, ich muss jetzt sozusagen, wenn ich arbeiten gehen möchte, 2 Stunden mit dem Zug fahren,
weil ich jetzt, ich mache auch Werbung, bei EFIM arbeite und die haben kein Problem damit. Deswegen, solche Sachen sind halt auch sehr problematisch, finde ich. Natürlich haben wir eine Herausforderung in der Gesellschaft zu bewältigen. Islamfeindlichkeit ist kein Hirngespinst, sondern das ist ein erforschtes und dokumentiertes Phänomen in der Gesellschaft, und zwar von Nichtmuslimen. Ja? Wir fantasieren keine Islamfeindlichkeit in der Gesellschaft herbei. Das ist dokumentiert. Das heißt, wir haben gewisse Schwierigkeiten, weil gewisse soziale Träger haben ein auch religiöses Profil, eine religiöse Identität, und damit verbunden bedeutet das, dass teilweise einige Kopftuch tragende Frauen so nicht arbeiten können in diesem Träger. Das kommt vor, das ist bekannt. Ja? Aber warum gründen sie nicht ihren eigenen Träger? Warum sind sie nicht selbstständig aktiv? Warum einfach weiter pushen? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn man einfach dranbleibt. Und vielleicht kann es sein, dass man 5 Jahre geparkt wird, im Sinne von, man kommt nicht voran. Aber irgendwann hat man auch diese Chance. Und ich weiß, dass damals dieses Kopftuchverbot bei einigen Schwestern eine Schockwelle ausgelöst hat. Oh, wir werden hier niemals unterrichten können. Und das hat dazu geführt, dass einige Schwestern dann gesagt haben, okay, ich werde diesen Studiengang nicht studieren, weil dann am Ende studiere ich mich ja dann praktisch arbeitslos. Aber was ist jetzt die negative Konsequenz dessen, dass in diesen Jahrgängen weniger Musliminnen vertreten sind? Ja? Und da, wo es jetzt Möglichkeiten gibt, gibt es dann das Personal dafür nicht. Ja, und ich kenne viele Schwestern, die sind dann einen Umweg gegangen. Eine Schwester, die ich persönlich sehr gut kenne, ja, die kenne ich seit fast 20 Jahren sehr, 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 sehr gut. Ja, ist meine Ehefrau. Sie hat auch Grundschullehramt studiert und dann kam dieses Verbot. Und dann gab es harte, harte Jahre. Ja? Aber jetzt, Alhamdulillah, leitet sie einen Kindergartenhort und eine Krabbelstube. Ja? Und das auch mit Kopftuch. Das heißt, sie kann zwar nicht in ihrem Ursprungsberuf arbeiten, aber mittlerweile gefällt ihr dieser Job viel besser. Hauptsache, ihr habt einen, es ist immer wichtig in Deutschland, dass man erstmal einen Abschluss hat. Was man danach am Ende macht, ist immer noch eine andere Frage. Deutschland heißt Quereinsteiger auch in der Regel willkommen. Ja? Man will einfach nur sehen, okay, da ist etwas abgeschlossen. Ja? Da ist eine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin mir sicher, ein Bruder hat auch eines Tages mal gesagt, wir sollten auch dafür zahlen, dass wir arbeiten dürfen in diesen Bereichen. Nicht nur, dass wir ans Geld denken, ja? Weil welches Bild vermittelt das? Das macht alles kaputt. Die Frau, die in der muslimischen Gemeinde und in der Gesellschaft Verantwortung trägt, macht diese ganzen Vorurteile kaputt, stimmt's? Da gibt's nichts mehr zu sagen. Da kommen auch gar keine Fragen mehr auf, ja? Wie oft wurde ich, in welcher Funktion auch immer, als Student, als Moscheebetreuer, ja, als Referent, immer in diese Lage gebracht, ja, und was ist mit der Frau im Islam, was ist mit der Frau im Islam? Und die haben mich mit diesen ganzen nervigen Fragen, die ich zum 1000 Mal bereits beantwortet habe, immer wieder genervt. Aber da, wo eine Schwester, die eine Ausbildung hat oder die studiert hat oder die einfach nur Verantwortung trägt, im selben Raum ist, auf einmal kommen diese ganzen Fragen nicht mehr. Warum? Durch ihre Präsenz, durch ihre Kompetenz gibt es diese Fragen nicht mehr. Und deswegen brauchen wir auf dieser Seite auch ausgebildetes Personal seitens der Schwestern. Ja, und sei es nur dafür, dass eure Schwestern nicht bei den Imamen anrufen, wenn sie beispielsweise Eheprobleme haben. Das wollt ihr nicht, oder? Keiner will das, oder will jemand sagen? Okay, bitteschön. Das, was du gerade sagst mit dem Thema Vorurteil, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und ich kann es auch wirklich selber auch nur bestätigen, weil ich selbst seit knapp 1,5, 2 Jahren im Bereich Gedenkstättenpädagogik arbeite, bin da so Guide und mache so Führungen und subhanallah, das ist echt, denken immer alle so, hä, wie, du arbeitest im Bereich Antisemitismus, bist Palästinenserin und geht das überhaupt so mit deiner Religion einher, dies und das, was man halt immer so hört von Muslimen, aber subhanallah, die haben nie nach meinem Kopftuch gefragt, nie, also mein Hijab gefragt, das war nicht mal ein Thema in den Orten. Ich kriege Räume, wenn ich will, zum Beten und, also das ist nicht das Ding. So, wenn man, also es gibt Bereiche, von denen viele Muslime, ich bin zwar noch ein Phantom, das stimmt schon, und ich bin die Einzige und so, aber es ist was, was viele gar nicht wissen, dass es wirklich viele Bereiche gibt, in die man auch reingehen kann, wenn man wirklich möchte. Vielen Dank für den Beitrag. Ermutigt euch gegenseitig. Wie gesagt, schließt euch zusammen, tauscht euch aus, ermutigt euch. Manchmal ist das Studium sehr schwer. Es gibt eine Studie, die hat
zutage gefördert, dass wer 1300 Euro jährlich für Nachhilfe ausgibt. Das heißt monatlich 130 Euro, wenn man mal die zwei Monate Ferien so ein bisschen rausrechnet. 130 Euro monatlich. Dessen Notendurchschnitt ist um 1,3 bis 1,4 Notenpunkte besser. Das heißt, pro ausgegebene 10 Euro, ja, ein 0,1 Notenpunkt Verbesserung. Und das brauchen wir. 130 Euro sollten zum monatlichen Budget in Sachen Nachhilfe zählen. Weil dieses Schulsystem ist so konzipiert, dass man nicht sein Potenzial entfalten kann, außer durch Nachhilfe. Das ist belegt, liebe Geschwister. Und wir wissen auch, dass das Schulsystem in Deutschland aufgrund der Gestaltung in dieses dreigliedrige System benachteiligt Kinder aus armen Haushalten, das heißt, deren Kinder wenig Einkommen haben, benachteiligt Kinder, deren Eltern einen Migrationshintergrund haben und benachteiligt Kinder, deren Eltern bereits nicht förmlich gebildet sind in Deutschland. Und teilweise treffen drei Faktoren auf uns zu, stimmt's? Mein Vater beispielsweise ist 71 aus Pakistan nach Deutschland eingewandert, hat in einfachen Berufen gearbeitet, also einfach im Sinne von, man braucht keinen hohen Bildungsabschluss, hat als Kaufhausdetektiv gearbeitet, das ist ein knallharter Beruf, ja, kann ich euch ein bisschen mehr erzählen in privaten Runden, viel Action gehabt, ja. Das heißt, wenig Bildung, das heißt, Migrationshintergrund, das heißt, relativ wenig Geld. Ja, und viele von unseren Vätern haben ähnliche Geschichten durchgemacht. Ja? Das heißt, alle drei Faktoren treffen dann auf uns zu. Das heißt, wir müssen uns, ja, wir müssen dieses mehr investieren. Nachhilfe, Lerngruppen. Ja? Was ich auch gerne in Richtung Brüder sage, nehmt den Hadith von Jibril alaihi salam als Vorbild. Als Jibril alaihi salam zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, und ihn befragt hat, was ist der Iman, was ist der Islam, was sind die Zeichen von der Stunde, ja, hat er sich am äußersten Rand, wie einige von, gut, bei den Schwestern kann man es auch ein bisschen entschuldigen, die haben eine islamrechtliche Herleitung, bei den Brüdern ist es ein bisschen anders, haben die sich ganz nach hinten gesetzt? Hat er sich ganz nach hinten gesetzt und dann von weitem gefragt, oh Gesandter Allahs? Nein. Er kam mit seinen Knien an die Knie vom geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat seine Hände, also Jibril in Menschenform, auf die Oberschenkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelegt. Ich sage jetzt nicht, dass ihr zu euren Lehrern gehen sollt und eure Hände auf deren Oberschenkel tun sollt. Das habe ich nicht gesagt. Ja? Aber ich habe gesagt, setzt euch in die vordersten Reihen. Das ist eine Lektion dahinter. Warum? Da kriegt ihr nur den Lehrer mit und die anderen bekommt ihr gar nicht mit. Aber wir sitzen lieber hinten, gell? Wir sind so ein bisschen so, ja? Wir müssen viel in uns investieren. Viel in uns investieren, inshallah. Auch im Bereich Freizeit. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich wollte so ein bisschen, weil mein Vater, der ist ja so der ganz Taffe. Ja? Als Kaufhausdetektiv hat er immer so Autorität ausgestrahlt. Jetzt kommt er, nein. Autorität, weil er musste zeigen, du willst nicht mit mir kämpfen. Du willst jetzt mit mir ins Büro kommen und du willst alles ausfüllen. Du willst keine Probleme, das musste er ausstrahlen. Und wenn die Ausstrahlung nicht genügt hat, dann musste er sich auch zu verteidigen wissen. Und das ist so ein bisschen in meinem Kopf drin. Ja? Denke ich, oh, ich muss noch ein bisschen was machen, um wie Papa zu sein. Ja? Gut, habe ich ein bisschen geguckt, wo kann ich Thai-Boxen lernen? Ja? Und dann sehe ich dort Zeiten, ja, in der Woche, montags bis freitags, von 10 bis 12 Uhr am Vormittag gibt es da Thai-Boxunterricht. Jetzt denkt mal nach. Wer hat montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr am Vormittag Zeit? Husnudhan, gell? So, gut. Ich werde jetzt schon älter, man sieht es mir schon, weil mir die Haare hier langsam rausfallen und so, Khaid, inshallah, Allah, bitte halte den Haarausfall auf, aber ja, wenn das meine Prüfung im Leben sein sollte, dann nehme ich sie auch gerne. Aber jetzt denkt mal für eure Kinder nach. Denkt mal als Vater. Ja? Wo wollt ihr eure Kinder zur Kampfkunst hinschicken? Ja, meine Tochter hat übrigens den gelben Gürtel in Taekwondo. Alhamdulillah. Jetzt kürzlich gemacht. Ja? Alle anderen in ihrer Gruppe haben nur den halben Gürtel gemacht. Sie hat den gelben machen können, Alhamdulillah.
Ja? Das macht mich stolz natürlich. Ja? Alhamdulillah. Wir brauchen eine professionelle, freizeitliche, ein professionelles, freizeitliches Angebot für unsere Kinder und Jugendlichen. Noch 5 Minuten, okay, Alhamdulillah. Weil der Mensch, wie der Prophet ihn beschrieben hat, sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine Zeit für dies und es gibt eine Zeit für das. Und natürlich, wir arbeiten nach Prioritäten. Ja, wir sichern das Gebet und die religiöse Unterweisung und den arabischen Unterricht und den Koranunterricht. Ja, aber dann sind unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule, bei der Ausbildung, immer nur Druck, 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 lernen, lernen, lernen. Leistung, Leistung, Leistung. Aber wenn der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass es eine Zeit für dies und eine Zeit für das gibt, und wir als muslimische Gemeinde, wir bieten nur das an, wo man Leistung erbringen muss, was wird passieren? Der Mensch wird seinen natürlichen Bedürfnissen nach auch Freizeit haben wollen, auch Unterhaltung haben wollen. Und wenn wir Muslime dort nichts bieten, wer bietet da was an? Und werden da auch unsere Grenzen eingehalten? Ja? Ist dann auch das soziale Umfeld das Umfeld, was wir haben wollen? Im Fußballverein beispielsweise, Stichwort Duschen und so weiter. Ja? Das heißt, wenn wir Organisationen haben, ja, wir bieten MMA an, Mixed Mental Arts. Ja? Für den Kopf wissen wir es. Wir bieten Freizeitaktivitäten an. Ja? Alle möglichen AGs, alle möglichen auch Ferienfreizeiten. Ja? Ich habe mir letzten Sommer mit anderen Familien haben wir uns ein Häuschen in Berlin gemietet, wo es draußen einen Swimmingpool gab. In diesem Swimmingpool hat meine Tochter als 7-Jährige damals, oder 8-Jährige, ich muss noch mal nachrechnen, schwimmen gelernt. Alhamdulillah. Und sie redet noch heute von ihrem Berlin-Urlaub. Manchmal ist es so, dass unsere Kinder nach den Sommerferien kommen in die Schule und sehen, oh, wo waren die überall gewesen, die Klassenkameraden? Ja? Und wir haben nur Langeweile angeboten. Ja? Das heißt, wenn wir uns dort ja, zusammentun, auch in diesem Bereich, Freizeit, das ist auch soziale Arbeit, das ist auch Bildungsarbeit, man lernt eine Menge auf einer Reise. Man lernt auf einer Reise Dinge, die kann man in keiner Universität lernen. Und da brauchen wir noch mehr, liebe Geschwister. Und ihr seid das Potenzial. Ihr habt es alle drauf, ich meine es ernst. Weil ihr seid hergekommen, um etwas mitzunehmen, um etwas weiterzugeben. Und ich vertraue darauf, weil ich auf Allah Ta'ala vertraue und die muslimische Umma liebe, dass in 5 Jahren, wenn meine Tochter 13, 14 ist, ja, dass sie dann noch mehr Angebote hat in Sachen Freizeit, in Sachen Ferien. Ja, und dass sie noch mehr Vorbilder hat in Sachen, was sie alles aus ihrem Leben machen möchte. Ja, und übrigens, ich möchte nicht zu sehr in Richtung immer nur Karriere, Karriere, Karriere. Es kann auch die Entscheidung sein, dass sie sagt, ich möchte mich meiner Familie widmen. Das ist auch gleichwertig, Alhamdulillah, vor Allah Ta'ala. Jede Schwester sollte ihr Potenzial und ihre Vorlieben abwägen und gucken, welchen Weg möchte sie gehen. Ich will nur sagen, liebe Schwestern, in diesem professionellen Bereich seid ihr sehr, sehr gefragt. Und es ist eine gottesdienstliche Handlung, wenn ihr euch in dem Bereich auch fortbildet, um der muslimischen Gemeinschaft und der Gesellschaft als Ganzes, inshallah, durch euren Beruf, der auch Berufung sein kann, professionell zur Verfügung zu stehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich wenig überkreieren.